Liebe Eschweilerinnen und Eschweiler, dieses ist das zweite Osterfest, das wir mit ganz besonderen Einschränkungen durchleben werden. Ich möchte Sie bitten, sich an diesem Osterfest an die allgemeinen Regeln der Kontaktbeschränkungen und der AHA-Regeln zu halten. Denn wir haben ja mittlerweile alle festgestellt, dass die Corona-Pandemie und die Bekämpfung der Corona-Pandemie eher einem Marathon als einem Sprint gleicht. Sorgen wir gemeinsam dafür, dass uns auf den letzten Metern nicht die Puste ausgeht. Halten wir uns gerade an Ostern an die entsprechenden Kontaktbeschränkungen, damit wir demnächst vielleicht auch dann entsprechende Lockerungen hier in der Region durchführen können. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien in jedem Fall ein gesegnetes Osterfest.